begleitet uns heute nach Disney Springs. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus Walt Disney World. Der Sina schüttelt schon im Kopf. Walt, ich kann's nicht. Aus Disney World. Wir fahren jetzt nach Disney Springs, machen aber einen riesen Umweg, weil wir nehmen nämlich jetzt den Skylider. Ich würde sagen, wir fahren bis zum Pop Century, weil das ist der längste Weg. Da haben wir nämlich genug Zeit zum Filmen und für Fotos. Alles klar. Und dann nehmen wir den Bus nach Disney Springs. Im Pop Century kenne ich mich ja noch ein bisschen aus. Vom Januar. Gut. So machen wir das. Ich freue mich. Skyliner ist echt schön. Und wir müssen fragen, ob wir vielleicht alleine eine Gondel kriegen. Ja, und dann geht's nach Disney Springs. Wir wollen zu Chicken Guy. Natürlich World of Disney. Und ja, seht ihr alles in diesem Vlog. Ja, der Skyliner ist super praktisch und auch super schön zu fahren. Und er verbindet ja einige Hotels, Pop Century, Art of Animation, das Caribbean Resort und das Riviera Resort mit den Hollywood Studios und mit Epcot. Zu den Parks kann man mit dem Skyliner fahren. Ich liebe dieses Transportmittel. Es ist eine Attraktion für sich selbst. Man hat eine super schöne Aussicht und es ist sehr entspannt. Und wieder was man kostenlos Eintritt gezahlt hat. Genau. Wir sind jetzt am Pop Century angekommen, an meiner alten Heimat aus Januar. Und hier geben wir uns was zu trinken auffüllen in unseren Bechern. Und dann nehmen wir den Bus nach Disney Springs. Wir sind in Disney Springs angekommen und denke, wir gehen erst zur World of Disney und wir wollen da an diesen schönen Wänden, da ist irgendwo eine Mickey-Wand, da ist sie. Da wollen wir noch kurz ein Foto machen. Brina ist, heute ist Brina fertig. Also heute ist echt schlimm. Heute ist bei Brina die Luft raus. Bei mir kommt sie langsam wieder. Aber ich war ja auch lang genug am Hinterherhängen. Jetzt kommt meine Energie wieder. Ja, und dann gehen wir noch zu Chicken Guy. Da war ich ja im Januar auch und das ist schon geil. Ja, wir haben Sonntagabend und man sieht, wir sind nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind, nach Disney Springs zu kommen. Air.
So, dann gehen wir mal jetzt in den größten Merchandise-Shop hier in Walt Disney World. So, schauen wir uns das Halloween-Merch an. Ja, ich werde wahrscheinlich mit meiner Kappe kein Glück haben. Kinder-Jerseys gibt es hier natürlich auch. Crocs. Keine Ahnung, was das für ein Haarreif ist. Bright Haunted Mansion Ohren. Hier haben wir noch mehr Haunted Mansion Sachen. Hemd. Kerze. Jackett. Tasse. So ein Tanktop. Das Puzzle. Haunted Mansion Lanyard. Hier haben wir noch die Ohren. Haunted Mansion Jersey. So eine Winterjacke. Was haben wir hier für einen Eimer? Haunted Mansion. Hier ist eine Tasse. Kommen wir zu den Ohren. Ja, die kennen wir auch. Disneyland Paris. Walt Disney World Ohren. Ja, hier ist es natürlich super busy. Das sind diese Buzz Lightyear Ohren. Halloween. Bright, hier so Feen-Puschelohren. Das sind die, die ich heute trage, die schwarzen. Ja, ich glaube, hab kein Glück mit meiner Basecap. Das wird nichts mehr. Sonnenbrillen gibt's hier auch. Hier sind nochmal Mickeys und Minis Runaway Railway Ohren. Diese Caps. Diese Hütchen gibt es hier auch. Die gibt es ja in Paris gar nicht. Pride Collection. Leggings.
überlege mir, dass ich noch eine Leggings zu holen. Die sind sehr bequem. Hartes T-Shirt. Ja, hier gibt es auch den Villains Jersey. En masse. So Ursula Leuchtohren. So ein Pulli. Noch mehr Pullover. Eine schöne Jacke, aber ich habe schon so eine Regenjacke. Ja, es ist super voll hier in dem Shop. Okay, da sind Kinder, da brauchen wir jetzt nicht hingehen. Das überspringe ich. Gehen wir mal weiter. Versuchen wir uns mal hier durchzuquetschen. Don't worry. My kind of place T-Shirt. Ist irgendwie hübsch. Das finde ich schön. Fühlt sich auch gut an. $37, das geht tatsächlich. Der Bademantel ist ja toll. Der ist ja mega, aber no space. Ist auch ein sehr hübsches Top, muss ich sagen. Okay, jetzt von Namen doch nicht so. Aber ich habe das jetzt mal mitgenommen, das finde ich echt hübsch. Ich glaube, ich hole mir das auch hier mit. Habe ich eigentlich für meine Mama mitgenommen. Ich finde es aber doch auch schön. Hier ist so eine lila Kollektion. Patches gibt es hier. Ja, der Jersey gefällt mir ja wirklich echt gut, aber den gibt es bei uns auch im Hotel. Das kann ich mir noch überlegen. Aber auf der Puppe gefällt er mir auch echt gut. Ich glaube, den werde ich mir mitholen müssen. Aber wie gesagt, den kann ich mir noch im Hotel holen zum Schluss, wenn ich noch sage, ich brauche es. Oh, Tower of Terror. Funko Pop, der ist ja hübsch. Für sowas habe ich halt echt keinen Platz. Der Rucksack ist toll. Halt, passe halt mein halbes Gepäck rein. Das wird nur $55. Der ist cool. Das Top gefällt mir auch. Wo hängt das? Ah. Die sind auch hübsch. Kostet nur $10. Also Kinderspielfiguren. Schneekugel. Den Jersey kennen wir auch, aber
Hier steht Walt Disney World drauf. Den fand ich auch schön, aber der war ja mal im Sale bei Shop Disney, aber habe ich nicht gekauft. Ja, die finde ich ja auch sehr schön, ne? Aber einfach zu dick und halt auch teuer. Also $70, ich weiß es nicht. Ich guck mal. Ich bin ja morgen in Epcot, weil hier gibt es eh nicht für meine Größe. Wenn, dann würde ich mir Daisy holen. Aber ich guck mal. Ja, hier ist es natürlich auch so mit dem Merchandise wie bei uns. Was man sieht, sollte man direkt mitnehmen. Ansonsten könnte es ausverkauft sein. Gibt es hier an Schmuck? Goldene Mickey-Kreolen. Finde ich schon hübsch. Ich habe nicht so viele goldene Mickey-Schmuck. Die habe ich aber beim letzten Mal schon schön gefunden. Kosten auch 40. Muss ich mal gucken. Beim teuren Schmuck. Ballon. Die sind auch schön, aber mittlerweile bin ich bei Steinchen so vorsichtig bei Disney. Also der Schmuck ist wirklich schön. Hier dieses Schloss-Set. Ist schon traumhaft schön. Aber $150. So, als nächstes geht's zu Besin. Da gibt's Badekugeln und so. Und ich habe mir letztes Mal so ein richtig geiles Peeling mitgenommen. Ich guck mal, hier riecht es so unglaublich gut. Hi! Hi! Mickey, Halloween-Seife. Das steht hier drauf, was die kosten. $7 irgendwas. Da sind die Disney-Sachen. Oh, thank you. Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas Collection. Die ist wohl ganz neu. Ja, Badebomben. $8 pro Badebombe. Ich weiß schon, was Brina sich holt. Oh, die Seife. Macht so eine Blüte. Mickey-Seife. Also wenn man wirklich mal Geld zu viel hat, dann $250,000. Das ist... Es glitzert auf jeden Fall. Sehr schön. Oder aus Porzellan hier einmal die Cinderella-Kutsche für
51.000 Dollar. Next Shop. Hier gibt es auf jeden Fall die World Collection. Oh, hier ist die Vans Collection. Also hier liegt ein bisschen was. Das sind, glaube ich, die Sneaker und da hast du diese Slip-Ins. Da. Nee, da oben. Diese Starbucks-Tumbler gibt es hier. Das ist auch sehr schön. Also das Kleid hat mir schon im Magic Kingdom gefallen. Aber es ist schon sehr teuer. 150 Euro. Nee. Ist auch schön, aber 160 Dollar, meine Güte. Die Shorts sind auch süß, aber also diese Preise. Hier ist der Christmas Shop, der 365 Tage im Jahr Christmas-Sachen verkauft. Aber sowas wie Ornamente nehme ich gar nicht mit. Und dieses Jahr fällt bei mir eh die Weihnachtsdeko flach, weil ich ja ab 1. Dezember meinen neuen Job anfange und mein Freund keine Deko aufstellt. Deswegen bleibt meine Deko dieses Jahr im Keller. Oh, den Teppich für die Wand. Ja, hier sind schon wieder so Schnapper. 24.000 für Walt Signed Contract. Walt Signed Check. Also wenn man ein richtiger Fan ist. Das ist schön. Aber kann man nicht mitnehmen. Rina ist wieder verschollen. Da kommt sie. Keine Weihnachtskugeln. Keine Schneekugeln. Sie muss hier raus, hier stinkt's. Ich rieche immer noch nicht so viel. Durch meine Nase. War schön. So, weiter geht's. Here, I'm just going to take a second.
So, der letzte Shop, bevor wir dann essen gehen, ist Disney Style. Da gibt's nur Klamotten. Genau mein Laden. Hast du gesehen? Baymax-T-Shirt. Das ist mega cool. Millennium Falcon als Kuchen. Okay. So, wir sind jetzt hier bei Chicken Guy und ich habe mir 5 Tenders bestellt. Im Menü mit Pommes und einem Getränk ist es Refill plus 2 Soßen. Kostet 14 Dollar paar zerquetschte. So, das war unser Abend hier in Disney Springs. Chicken Guy war wirklich gut, also wie beim letzten Mal. Es ist halt frittiertes Chickenfilet mit Pommes. Und ich habe bei Sinan und Brina den Shake probiert. Der war richtig gut. Wir müssen mal da lang und müssen gucken, welche Nummer. Ich würde beim nächsten Mal wahrscheinlich 3 Tenders holen. Plus dann so ein Shake. Weil der war richtig lecker. Aber die Klimaanlage hat schon wieder geballert. Das war meine Nase schon wieder komplett zu. Eben ging's, jetzt ist schon wieder komplett zu. Ja, wir holen jetzt den Bus Richtung All-Star Music Resort. Morgen geht es dann nach Epcot im Dirndl, Tag der Deutschen Einheit. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir müssen nach rechts zu 29. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alter. Wenn es euch gefällt, Brina pfeift heute aus allen Löchern. Ich komme vor, als wäre ich auf Drogen. Ich komme mir wirklich vor, als wäre ich auf Drogen. Ich könnte gerade eben einen doofen Song anfangen zu singen. Und Brina ist so ein bisschen high. Die hat heute schon ein bisschen Ibuprofen-Intus. Ich sag nicht wie viel, aber ich hatte auch die letzten paar Tage mal ganz schön viel Ibuprofen-Intus. Ja. Ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Begleitet uns morgen nach Epcot. Wenn euch das Video gefallen, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns bald morgen. Wieder. Morgen. Morgen im Dirndl.